Gerade wenn meine Zeit knapp ist, habe ich es zu schätzen gelernt, vom Auto aus zu angeln und das Auto ist auch speziell dafür eingerichtet. Allerdings kann es mir selbst an diesem See hier passieren, dass ich nicht vom Parkplatz aus angeln kann, denn es gibt nur zwei Plätze, die das zulassen. Für diesen Fall habe ich hier hinten noch eine zweite Liege dabei, eine kleine Liege, die in mein kleines Boot passt und einen kleinen Schlafsack. Und auch das restliche Tackle ist sehr schmal gehalten, damit ich nicht viel schleppen muss, sondern für kurze Nächte flexibel bleib und dann nicht irgendwie frustriert Massen an Tackle um den See schaffen muss. Was habe ich also dabei? Einerseits hier meinen Tackle-Eimer, da ist meine Tackle-Box drin und das Nötigste, was ich brauche zum Angeln. Einen kleinen Eimer mit Kochutensilien, den würde ich sogar im Bus lassen. Darüber hinaus, da hinten meine Abhackmatte, die bleibt im Bus bis zu dem Zeitpunkt, wo ich einen Fisch gefangen habe, denn so bleibt sie auch trocken. Außerdem habe ich darin ein Carry-All verstaut und in diesem Carry-All sind die wichtigsten Sachen, die ich brauchen kann, nämlich zwei Eimer, zwei Falteimer, ein größerer, ein kleinerer, der größere, um Fische zu befeuchten, der kleinere, um Futter anzurichten und ganz, ganz wichtig, mein Kaffeekocher ist da drin, denn gerade für kurze Nächte brauche ich den unbedingt in der Früh. Ja, was habe ich noch im Bus? Die Liege, die bleibt hier auch fest. Das ist eine etwas größere, breitere Liege, die super gemütlich ist. Das kann ich mir im Bus erlauben. Da muss ich dann nicht auf so einem Feldbett schlafen, sondern komme total erholt morgens aus den Federn. Darüber hinaus ein Zeltlicht, auch ein Luxus, den ich mir gerne gönne, denn durch die verdunkelten Scheiben ist es sehr dunkel nachts im Bus und wenn ein Fisch beißt, wenn also meine Funkbox lostönt, geht das Licht automatisch an. Ich kann die Tür öffnen, schnell in meine Schuhe schlüpfen und direkt runter zu den Routen spurten. Hier habe ich noch meinen Tisch, der ist recht klobig, der bleibt aber auch hier stehen, dient mir nur als Arbeitsfläche, denn oftmals schaffe ich es nur ans Wasser, wenn ich meine Arbeit ans Wasser verlagere. Deswegen habe ich dann meistens auch den Laptop und das Smartphone dabei. Ohne geht's selten. Vielleicht wäre noch interessant, einen kurzen Blick in meinen Tackle-Eimer zu werfen. Da ist wirklich nicht viel drin, nur das Allernötigste. Einmal mein Rig-Case, da sind vorgebundene Vorfächer drin, gerade wenn man nur kurz am Wasser ist, sollte alles gut vorbereitet sein, damit man keine Zeit verschwendet. Bisschen so Auftriebskörper. Eine Auswahl meiner Lieblings-Pop-Ups, alle in einer Dose. Und leider hier schon halb ausgeleert, aber doch noch gerettet. Ein kleiner Becher mit den nötigsten Utensilien, auf die ich schnell Zugriff haben muss, der landet in der Regel dann auch mit dem Futtereimer unten im Boot und bleibt da drin stehen, sodass ich abends, nachts oder dann eben direkt auf dem Wasser schnell neu anködern kann. Eine Tacklebox. Die kleine reicht mir eigentlich immer. Und noch ein paar andere Utensilien wie Bleie, ein paar Heringe, falls ich einen Schirm brauche. Das hier ist übrigens kein Abfall, sondern eine Schlagschnur, die ich nur wenige Male, vielleicht sogar nur einmal gebraucht habe. Und weil ich die Route dann ummontiert habe, war die übrig und die benutze ich jetzt zum Stiffrigs binden. Ich fische viel und gerne mit Stiffrigs und finde, man sollte auch ein bisschen darauf achten, wie man mit dem Zeug umgeht und nicht unnötig viel Material verschwenden, selbst wenn man sich's leisten kann. Tja, mehr gibt's eigentlich nicht zu berichten. Mehr habe ich nicht dabei.